Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über einen weiteren spannenden Philosophen, und zwar Aristoteles. Viel Spaß. Ja, Aristoteles hat meiner Meinung nach der westlichen Welt viel gebracht. Ja, also er war ein großer Rationalist, er war ein großer Empirist, er war also daran interessiert, logisch zu denken, rational zu denken und vertraute auf die eigene Wahrnehmung. Ja, wenn man die eigene Wahrnehmung mit Rationalität kombiniert, dann hat man ein gutes Rezept dafür, auch die Realität zu erkennen. Ja, die wissenschaftliche Methode funktioniert nach eben diesen Prinzipien, ja, dass wir beobachten, was wir sehen, wir messen und wir machen logische Schlussfolgerungen. Und so hat er das auch mit der Philosophie gemacht. Ja. Er hat die Welt gesehen, er hat Schlussfolgerungen gemacht. Ich meine, alle Philosophen machen das, aber er war sehr bodenständig. Ja. Er glaubte an nichts Mystisches, nicht so wie Platon. Und ich denke, das hat den Weg geebnet für die wissenschaftliche Methode und dadurch hat es den Weg geebnet für viel Fortschritt. Ja. Viele Errungenschaften, die wir in unserer Welt haben, sind dank der wissenschaftlichen Methode und dank des Empirismus, dank der Rationalität. Und deswegen denke ich, dass Aristoteles eine große Leistung verbracht hat und dass wir ohne Aristoteles vielleicht nicht an dem Punkt der Entwicklung wären, an dem wir jetzt sind. Seine Bücher, die wurden übrigens zeitweise verloren. Ja. Die Bibliothek von Alexandria wurde niedergebrannt und eine Zeit lang kannten die Leute Aristoteles nicht. Seine Bücher waren nicht mehr zu finden. Aber dank den Muslimen, interessanterweise, ja, haben wir später wieder die Schriften gefunden, weil nämlich die Muslime seine Schriften aufgehoben haben oder übersetzt haben. Und dann haben wir ein paar Jahrhunderte später Aristoteles für uns wiederentdeckt. Also ich spreche jetzt aus dem Standpunkt der Europäer. Ja, also in Europa war Aristoteles lange Zeit abwesend. Die Schriften wurden im Osten aufbewahrt und später haben wir sie wieder entdeckt, sozusagen. Oder wir haben Aristoteles wieder entdeckt, wir Europäer. Ja? Also in dem Fall müssen wir unseren Nachbarn im Osten oder Südosten danken. Okay? Und das war Aristoteles. Und durch ihn haben wir sehr viel Fortschritt und so viele Anekdoten über ihn kenne ich leider nicht. Oder so viel kann ich eigentlich nicht erzählen, weil ich ihn ehrlich gesagt nie wirklich verstanden habe. Also ich habe ein Buch von ihm gelesen und habe es nicht so gut verstehen können. Aber was ich von anderen über ihn gelesen habe, ist, dass er eben den Weg geebnet hat für Rationalismus, für Empirie. Und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und er hat sehr viele Philosophen, die ich sehr respektiere, inspiriert, die auch sehr rationalistisch sind, sehr empiristisch. Ja? Und ich denke, wenn man Empirie, also das, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, verbindet mit Rationalismus, dann mit Rationalität, dann hat man ein gutes Rezept, die Realität als das zu erkennen, was sie ist. Ja, dann hat man ein gutes Rezept, die Wahrheit zu finden. Okay? Also, ja, dank Aristoteles haben wir heutzutage viele Fortschritte. Okay? Was weißt du über Aristoteles, das ich nicht erwähnt habe? Schreibe es mir in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Und lass uns eine kleine Diskussion haben unten in den Kommentaren, okay? Ich antworte jeden, der einen Kommentar schreibt, zumindest den ersten Kommentar, die
anderen sehe ich leider manchmal nicht. Wenn jemand auf meinen Kommentar wieder antwortet, dann sehe ich das manchmal leider nicht. Aber lass uns eine Diskussion anfangen in den Kommentaren und ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!